Seit 70 Jahren bereichert staatlich beauftragte Kunst am Bau unser Leben und unseren Alltag. Manchmal offensichtlich, mitunter erst auf den zweiten Blick. Immer setzt sie sich mit der Architektur und den Menschen auseinander. Dabei fordert Kunst am Bau unsere Sehgewohnheiten heraus, wirft Fragen auf und gibt ein Statement ab. So kann die Stahlskulptur Berlin des spanischen Künstlers Eduardo Chillida als Verweis auf die Teilung und die Wiedervereinigung Deutschlands gelesen werden. Die prominente Skulptur vor dem Bundeskanzleramt erscheint fast täglich in den Medien und gehört zu den bekanntesten Kunstwerken Deutschlands. Zuvor prägte Large Two Forms des britischen Künstlers Henry Moore vor dem einstigen Bundeskanzleramt in Bonn das Bild Deutschlands in der Welt entscheidend mit. Auch wurden die Skulpturen in Formen von Palmen des deutschen Künstlers Ulrich Brüschke als Zitat für getarnte Funkmasten zum Merkmal des Bundesnachrichtendienstes. Sie gehören inzwischen zu den populärsten Kunst am Bauwerken Deutschlands. Anlässlich des 70. Jubiläums der Selbstverpflichtung des Bundes zur Realisierung von Kunst am Bau haben das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat und das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung eine Ausstellung initiiert, in der die Vielfalt des Kunst am Bauschaffens präsentiert wird. Der Bund sieht einen Betrag von 0,5 bis 1,5% der Baukosten seiner Gebäude für Kunst am Bau vor, sowohl bei Neubauten als auch bei Umbauten, Erweiterungen oder Sanierungen. Hierzu zählen in der Hauptstadt und den Ländern Bundesministerien, Bundesämter und Bundesgerichte neben Forschungs- und Verwaltungsinstituten, zudem deutsche Botschaften, Konsulate und deutsche Schulen im Ausland sowie militärische Einrichtungen. Kunst am Bau ist für uns die Möglichkeit, mit einem gewissen Beitrag der Bausumme insgesamt bundespolitisch relevante Orte für den Bürger, für diejenigen, die es nutzen, für diejenigen, die darin arbeiten, so in Szene zu setzen, dass wir die Kunstschaffenden, das Kunstwerk und die Umgebung miteinander in Verbindung setzen können. Kunst am Bau ist ein Element unserer baukulturellen Ziele. Wir haben als Bundesrepublik eine besondere Verantwortung für den gebauten oder für den umgebauten Raum. Und von daher ist es ein tiefer Ausdruck von Baukultur, auch von Identität, die wir damit zum Ausdruck bringen und unserer Förderung aktuellen Kulturschaffens. Die Förderung von Kunst und Kunstschaffenden im Rahmen der öffentlichen Baukultur hat in Deutschland eine lange Tradition. Schon früh erkannten die Bundesrepublik Deutschland als auch die DDR die Strahlkraft von Kunst am Bau. Für beide Staaten waren Repräsentation und Demonstration ihres politischen Selbstverständnisses zentrale Aufgaben der Kunstwerke. Während in der DDR der sozialistische Realismus als offizieller Stil und Kunsthaltung vorgegeben war, wandte sich die Bundesrepublik unter dem Credo Freiheit der Kunst, der Moderne zu. Ja, das Interessante an den Selbstverpflichtungen zu Kunst am Bau ist, dass sie sowohl in der ehemaligen DDR als auch in der Bundesrepublik fast zeitgleich getroffen worden sind. Und das war ein Ausdruck dessen, was die jungen Republiken jeweils zeigen wollten. Sie wollten ihren Künstlern eine Chance geben, sie wollten aber eben auch die Gestaltung und die Funktion öffentlicher Orte dadurch manifestieren. Eigentlich sollte es nicht nur Kunst am Bau heißen, sondern auch Kunst im Bau oder Kunst vor dem Bau. Denn so vielfältig wie die Kunst im Allgemeinen ist, ist auch die Kunst am Bau. Sie findet sich an Fassaden ebenso wie auf Dächern, im Außengelände und in Innenräumen. Jede dauerhafte Form der Kunst ist als Kunst am Bau geeignet. Künstlerinnen und Künstlern werden in Bezug auf Materialien kaum Grenzen gesetzt. Skulpturen aus Stein oder Metall, Arbeiten in Holz, Kunststoff, Glas oder Papier sind ebenso möglich wie Teppiche, Brunnen, Lichtobjekte, Installationen, Wandbemalungen und vieles mehr. Manche Kunstwerke integrieren zum Beispiel lebende Pflanzen oder neue Medien. Geregelt werden die Anforderungen an Kunst am Bau in einem eigenen Leitfaden des Bundes. Der Leitfaden Kunst am Bau regelt im Prinzip das, was man braucht, um Kunst am Bau umzusetzen. Was, wer und wie? Also das Was, es geht um die Inwertsetzung, es geht um die Bezüge zwischen Gebäude oder dem öffentlichen Raum, es geht um die entsprechende Bedeutung. Es sind Schaffende, aktuell schaffende Künstler. Es wird häufig eben wie gemacht, und zwar
meistens in Wettbewerbsverfahren und die Beteiligten relativ klar. Der potenzielle Nutzer, Künstlergremien, öffentliche Hand im Allgemeinen, um zu einem guten, zu einem qualitativ hochwertigen, dauerhaften Ergebnis für die Repräsentation, aber eben auch gerade für die Kommunikation zwischen Kunstwerk und Bau zu sprechen. Von der Idee bis zum fertigen Kunstwerk ist es ein langer Weg. Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung betreut die späteren Nutzerinnen und Nutzer des Gebäudes, sowie die Architektinnen und Architekten, die Künstlerinnen und Künstler während dieses Prozesses. Dieser beginnt fast immer mit einem Wettbewerb. Es gibt zweiphasige Kunst am Bau-Wettbewerbe, wo die Künstler sich also in zwei Phasen bewähren müssen, die beste Arbeit zu präsentieren. Das heißt, in einer ersten Konzeptphase können es teilweise sehr, sehr viele Teilnehmer sein, die sich dann bewähren müssen, um für die zweite Phase ausgewählt zu werden. Und dann wird eine Gruppe, meist so zwischen 10 und 20, je nach Aufgabenstellung, ausgewählt, um an der zweiten Phase, die dann die entscheidende Phase ist, teilzunehmen. Dann gibt es eine zweite Verfahrensart, das nennen wir dann nicht offener Wettbewerb mit vorgeschalteten Teilnehmerwettbewerb. Da dürfen sich die Künstler mit ihren Referenzen, mit dem, was sie bisher gemacht haben, mit der Art und Weise, wie sie arbeiten, bewerben. Und dann wählt eine kleine Vorjury aus, welche Künstlergruppe für diese spezielle Aufgabe für das jeweilige Bauvorhaben ausgewählt wird. Auf jeden Fall muss man festhalten, dass diese Kunst am Bau ist immer viel, viel mehr als nur ein schmückendes Beiwerk. Es ist auch immer eine Aussage, eine künstlerische Aussage zu einer gewissen Zeit, zu einer gewissen Grundhaltung. Und im Auslandsbereich in den deutschen Botschaften ist es auch immer eine Grundhaltung, eine Visitenkarte der Bundesrepublik Deutschland. Nach der Wiedervereinigung und dem Umzug des Regierungssitzes der Bundesrepublik von Bonn nach Berlin kam es zu einer umfangreichen, bis heute andauernden Bautätigkeit des Bundes in der neuen Hauptstadt. Auch zahlreiche historische Gebäude in Berlins Mitte wurden für die neuen Aufgaben instand gesetzt und erweitert. Im Spreebogen entstanden unter anderem das Bundeskanzleramt und Bauten für die Abgeordneten. Zudem wurde das Reichstagsgebäude für den Deutschen Bundestag hergerichtet. Das hohe Bauaufkommen ermöglichte eine Vielzahl neuer Kunst am Bau. Hierfür wurden zeitweilig Kunstbeiräte eingerichtet, die orts- und inhaltsbezogene Kunstkonzepte für die Regierungsbauten entwickelten. Besondere Aufmerksamkeit erfuhr der Entwurf eines Kunst am Bauwerkes, das sich heute im nördlichen Innenhof des Reichstagsgebäudes befindet. Hans Haakes, der Bevölkerung. Der Titel nimmt auf die Inschrift »Dem deutschen Volke« an der Fassade des Reichstagsgebäudes Bezug und hinterfragt den Begriff Volk. Damit stieß Haake eine gesellschaftliche Debatte an, die auch im Parlament lebhaft geführt wurde. Bis heute sind Abgeordnete dazu eingeladen, Erde aus ihren Heimatwahlkreisen auf der Fläche des Kunstwerkes auszubringen, sodass eine vielfältige Flora in stetigem Wandel entsteht und vergeht. Witterung und Pflanzenbewuchs können Kunst am Bau aber auch gefährden, denn sie befindet sich nicht in einem speziell geschützten Umfeld, wie in einem Museum, sondern in vielen Fällen unter freiem Himmel oder im Bereich von Arbeitsplätzen. Natürliche Alterungsprozesse, unerwartete Beschädigungen oder notwendige Standortwechsel sind ebenfalls Herausforderungen für die Integrität der Kunstwerke, selbst wenn sie in Innenräumen untergebracht sind. Daher unterhält die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben als Eigentümerin die Kunst am Bau für den Bund. In Kooperation mit den Nutzerinnen und Nutzern der Gebäude sorgt die BIMA dafür, dass die Werke immer im bestmöglichen Zustand sind. Dadurch, dass die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 2005 Eigentümerin aller Bundesimmobilien wurde, wurde sie eigentlich auch eine Kunstsammlerin, weil in all diesen Objekten gibt es Kunst am Bau. Schon seit den 70er Jahren, sogar teilweise auch seit der Weimarer Republik. Das ist eigentlich ein ständiges Thema. Und wir sehen es als unsere Aufgabe an, diese Kunst am Bau zu pflegen. Und wir sind natürlich zusammen mit dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung auch immer daran beteiligt, bei Neubauten wieder neue Ausschreibungen für Kunst am Bau zu machen. Die BIMA guckt sich einmal im Jahr jedes Objekt an, was als Kunst am Bau bei uns registriert ist. Und da wird halt geguckt, ob es in Ordnung ist. Es wird klassifiziert, ob es gesäubert werden muss, was natürlich im öffentlichen Raum öfters mal passiert, ob es verkehrssicher ist. Es besteht ja auch eine Verkehrssicherungspflicht. Das wird geprüft. Und wenn
dass wenn dann etwas zu tun ist, dann wird das halt veranlasst. Dabei arbeitet die BIMA in der Regel mit dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung in Berlin und Bonn, aber sonst auch mit den Landesbauverwaltungen zusammen. Aber unsere Kolleginnen und Kollegen haben auch enge Kontakte zu den Landesmuseen und zu den Kultureinrichtungen, die natürlich an den Objekten meistens auch interessiert sind. Also wenn eine Bundesimmobilie verkauft wird, ist das natürlich immer ein kritischer Punkt, weil man dann überlegen muss, was passiert mit der Kunst am Bau. Es gibt Käufer, die sagen, das ist ja wunderbar, das wollen wir gerne übernehmen, dann wird das Kunstwerk mitverkauft. Es gibt aber auch Käufer, die wollen das Haus später abreißen und dann suchen wir eine Lösung für dieses Objekt. Das ist nicht immer ganz einfach. Manchmal nimmt das der Nutzer, also die Bundespolizei oder der Zoll, nimmt das dann mit in das neue Objekt und es kann dann im neuen Objekt wieder eingebaut werden. Das ist natürlich die optimale Lösung, weil dann bleibt das Objekt in seiner Bestimmung. Manchmal übergibt man es aber auch einem Museum oder manchmal muss man es auch einlagern. Aber wir versuchen auf jeden Fall, die Kunst am Bau zu erhalten. Lediglich ein Teil der Kunst am Bau des Bundes ist öffentlich einsehbar. Viele Kunstwerke auf militärischem Gelände, in Botschaften oder Bundesministerien bleiben den Bürgerinnen und Bürgern zumeist verborgen. Andere Werke warten darauf, wiederentdeckt zu werden. Das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat und das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung haben es sich daher zum Ziel gesetzt, die Sichtbarkeit dieser Kunst am Bau zu erhöhen und unbekannte Werke zu dokumentieren und zu erforschen. Und da bin ich sehr froh, dass wir 2017 ein Museum der 1000 Orte ins Leben rufen konnten. Das ist eine digitale Plattform, in der Sie viele Kunstwerke der Kunst am Bau, die erstellt worden sind in der langen Tradition der Bundesrepublik, aber auch der DDR-Kunst, sehen können. Und dort werden nach und nach immer mehr Kunstwerke eingepflegt. Unsere Mitarbeiter sind weiterhin fleißig dabei, den Fundus, und das heißt ja nicht umsonst Museum der 1000 Orte, also diese Fleißarbeit, maximal möglichst viele Kunstwerke, ob aus Ministerium, ob aus Forschungsanstalten oder aus den Auslandsprojekten, dort einzupflegen, weil diese Objekte erzählen alle sehr, sehr viel über die Geschichte der Bundesrepublik, über die Geschichte und die Entwicklung unserer Künstler und Künstler und ihrer jeweiligen Beiträge. Der Bekanntheitsgrad und das Verständnis von Kunst am Bau erhöhen ihre Wertschätzung in der Öffentlichkeit. Hinter den Kunstwerken verbergen sich faszinierende Geschichten zu ihrer Entstehung und ihrer Aussage, die oft auch etwas über die jetzigen und früheren Nutzerinnen und Nutzer der Gebäude verraten. Dabei kann ein Kunstwerk auch auf ein bereits vorhandenes Bezug nehmen. So kommentiert Wolfgang Rüppels Denkmal zur Erinnerung an den Aufstand des 17. Juni 1953 beim Bundesministerium der Finanzen in Berlin einerseits die Niederschlagung der ersten Massenerhebung in der DDR. Andererseits bezieht sich das Werk auch auf das Wandbild Aufbau der Republik von Max Lingner, das aus dem Jahr 1953 stammt und sich in unmittelbarer Nähe befindet. Lingners Arbeit wiederum nahm den Platz eines Soldatenreliefs von Arnold Waldschmidt ein, das zuvor in der Seitenarkade des ehemaligen Reichsluftfahrtsministeriums der NSDAP angebracht war. Die Wanderausstellung 70 Jahre Kunst am Bau spürt dieser und anderen Geschichten nach und zeigt die Erfolge staatlicher Kunst am Bauförderung in Ost- und Westdeutschland, im In- und Ausland. Die Ausstellung Kunst am Bau des Bundes ist ein Teil eines großen Vermittlungsprogramms zu Kunst am Bau des Bundes, was eben bereits beginnt bei Forschungsaufträgen über den historischen Bestand an Kunst am Bau. Es ist deswegen so wichtig, diese Vermittlung zu leisten, auch wenn wir eine Ausstellung haben, die leider ohne Originale auskommen muss, sondern tatsächlich sich rein dokumentarisch diesen Werken nähert. Aber es ist umso wichtiger, die Kunstwerke zu zeigen, weil eben vieles der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Die Herausforderung einer Ausstellung über Kunst am Bau besteht im Grunde genommen darin, die Kunst zu präsentieren, weil es tatsächlich baugebundene Werke sind, die sich von ihrem angestammten Standort nicht entfernen lassen. Also sie sind oftmals direkt verbunden mit der Architektur, wie zum Beispiel die große Wandarbeit von Katharina Grosse, die hier im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus im Erweiterungsbau zu sehen ist. Die Arbeit ist deswegen unmittelbar mit dem Gebäude verbunden, weil sie mit Acrylfarbe direkt auf 330 Quadratmeter Sichtbetonfläche gesprayt hat, die man natürlich nicht voneinander ablösen kann. Und insofern lässt sich dieses Werk eben nur dokumentarisch vermitteln. Wichtig war uns auch bei der Auswahl der Werke,
eine repräsentative Auswahl an Kunst am Bau, die zu DDR-Zeiten geschaffen worden ist, zu präsentieren. Dazu gehört beispielsweise das sehr bekannte Wandfries von Walter Womacker am Haus des Lehrers hier in Berlin. Also unser Themenrundgang in der Ausstellung beginnt in der Anfangsphase der Kunst am Bau in Deutschland und präsentiert Kunstwerke sowohl in der DDR als auch der BRD und führt dann chronologisch weiter bis zur Wiedervereinigung und zeigt dann zum Abschluss Kunstwerke, die in Berlin überwiegend dann nach der Wiedervereinigung für die Regierungs- und Parlamentsgebäude geschaffen worden sind. Besuchen Sie die Ausstellung 70 Jahre Kunst am Bau und überzeugen Sie sich selbst von der Vielfalt und der Innovationskraft der Kunst am Bau in Deutschland in den vergangenen 7 Jahrzehnten.